Hallo und willkommen zum neuen Part von Paper Mario. Wir sind jetzt kurz vom Endgegner. Hoffe ich mal jetzt einfach. Oh, oh, oh. Panik, Panik. Da blinkt alles. Wow. Eine Treppe. Das ist interessant. So, und jetzt geht's wahrscheinlich zum Endboss. So, bereiten wir uns nochmal vor. Werfen wir noch ein Pilzinhalation ein. Spritz rein, Pilz rein und Power. Und gehen mal nach unten. Wohin führt diese Treppe? Oh toll, ich hätte mir den Pilz sparen können. Ey, das ärgert mich immer so derbe. Nächstes Mal schaue ich gleich nach, bevor ich die letzte Tür nehme. Ja, wir haben sogar abgespeichert. Und mal schauen, was auf uns zukommt. Oh, ja. Dies ist die letzte Warnung. Genug mit dieser Naretei? Also, das ist ein beschissenes Wort. Verschwinde sofort! Ah, hier können wir auch nochmal abspeichern. Gut zu wissen. Yeah. Gespeichert und wir haben ja auch die letzte Warnung ignoriert. Geist? Eine schwebende... Krone? Ich weiß nicht, was das uns bezeichnet. Fliegende Teilchen. Oh! Du! Du hast all diese gruseligen Warnungen ignoriert! Hast du denn nicht genug Hausverstand, um dich da zu fürchten und davon zu laufen? Was ist los mit dir? Leg dich nicht mit Tutankhupa, den getreuen Diener von König Bowser, an! Ups, ich meine, du sollst es bereuen. Und hier fängt der Kampf an. Alter, wie viel hatten wir da oben? Das ist ja mal krass. Sprung, Sprung. Ja, bleib mal beim Sprung. Und wop. Ja, zwei Schaden. So. Können wir jetzt auch nichts machen als auswechseln. Ich glaube, Power Curry wäre hier am besten geeignet. Komm, Chomp! Fast beiß in einen Dringling! Chomp? Nein! Man hat hier ein gutes Gebiss. So. Ich glaube, ich hole mir gleich mal Schlag plus 1. Da, da, da. Yeah. Und Power Curry macht einen Panzerwurf. Yeah. Hat er auch zwei Schaden. Und er gibt mir 3. Und er wirft... Gut. Hammer, kümmern wir uns um den. Und Chomp ist weg. So, Luftangriff auf Tutankhupa. Haben wir denn auch mal was hier verpasst? Ich bin ein Meister der Magie. Sieh her und staune. Ach du Scheiße. Wiederbelebt er den? Was? Nein! Der ist ja größer. Ach du. Oh, wow, wow, das tut weh. So, wenn dessen... Warte, warte, warte. Mach ich das wieder anders. Weil ich da... Panzerwurf... Weil ich dann theoretisch wenigstens ein... Ja, einen Blütenpunkt mehr bekommen, wenn ich jetzt Erfrischung wähle. Ja, dann hat Tutankhupa, wenn ich ihn mal richtig ausspreche, ein bisschen Schaden von Koopa und mir mitbekommen. Stehe ich doch ganz gut da. Ich gebe es so leicht nicht auf. Ne, Hammer kann ich nicht benutzen, aber dafür den Sprung. Hä? Maki! So. 8 Schaden insgesamt. Das ist... Wow. Wir verwenden wieder einen Panzerwurf. Und ich hoffe, dass ich diesmal richtig bin. Und... Wieder 5. Also 13 Schaden hat er diese Runde bekommen. Fast Chomp. Hey, haben wir Chomp nicht fertig gemacht? Chompity Chomp Chomp.
Okay, ich weiß, wie das geht. Schlag plus 1. Okay, im Grunde wird zum 2 erhöht. So, Panzerwurf. Und... Oh nein, daneben, der war doch so groß! Oh Mann. Und nein, der nimmt jetzt auch noch Magie. Oh, wow. Geil. Er hat sich selbst runtergehauen. Also jetzt bin ich mal echt geil überrascht. So, Kleiner, kriegst auch mal was. So, komm. Jetzt muss es doch passen. So, du bist weg. Autsch. Was magst du? Das tut weh. Ich bin der König der Wüste. Du bist sehr unhöflich. Nimm dies. Oh mein Gott, er schwebt. Und wirft wieder mit Panzer nach mir. Wie ungehobelt. Echt, ey. So, Sprung. Dann nimm du mal dies. Und das. So. Oder sag ich nochmal dies. Ja, wieder mit Magie unterwegs. Eieiei, aber dafür zieht mir das ordentlich Energie ab. Oh, mein Partner kann sich nicht bewegen. Das ist schlecht. Dafür kriegst du jetzt einen Multisprung ab. Das war nicht das, was ich gedacht habe, oder? Ich dachte, dass ich da mehrmals auf ihn draufkomme. Hm, blöd. Fast Jump! Nicht schon wieder dieses Vieh. Du gehst mir auf die Nerven. Da, 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 da. Okay, machen wir wieder die Taktik. Ah, da hat er mich wieder mal böse erwischt. Ey, komm, hau dich selbst runter, bitte! Ah, Mann. So, Hammer. Und... So, haben wir dem mal schön eine reinkauen. Luftangriff, ich kann ja leider im Moment nichts anderes machen. Schlecht. Wow, Magie Power. Für Silden ist das ziemlich oft. Ja, den Schaden, den ich einstecken muss. Haha, das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, aber dafür kriegt er 2 Schaden ab. Das ist wiederum schlecht. Und mein Partner kann sich nicht bewegen. Das ist sehr, sehr schlecht. Dann kriegst du den Restschaden ab. Komm, du bist weg. Yeah. Okay, er beschwört wieder den Großen. Und. Ah, also langsam geht's mir echt auf den Geist. Also ich nehme jetzt mal einen Pilz zur Auffrischung. Das chompt nicht da ist, eignet sich das schön. Und... Ach man, ey. So. Sprung, mach mal wieder hier drauf. Tja, haben wir ihn besiegt? Cool, wir haben ihn besiegt, das ist klasse! Wow! 36 Sternpunkte! Wow, ich hätte es nicht erwartet. Nein! Oh mein Gott, Chomp kommt. Oh, komm her, Chompy. Oh, was machst du? Au, Hilfe! Ja, den sehen wir so schnell nicht wieder. Bye, bye. Und ja, Chompy ist doch ein bisschen netter, als ich dachte. Und der nächste hohe Stern ist befreit. Kein Sound. Komisch. So, befreien wir ihn. Yeah! Kapitel Ende! Woohoo! So förderten Mario und seine Freunde das Licht der staubtrockenen Wüste zutage.
Tutankhamun, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die edle Mama wurde befreit. Mama, komischer Name. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie ihre Reise als nächstes führen? Ja, wir speichern auf jeden Fall und weiter geht's in der lustigen Let's Play-Runde. Ah, kleiner Zwischenschnitt zu Peach, Bowser und Twink. Twink, Twink. Hallo, wie geht es euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde erst lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heini, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhamun geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich den unbezwingenden Tupa Blooper stellen. Er ist der stärkste Kreatur, die ich kenne, nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit. Wir haben ein Problem. Was ist los, Kamikopa? Was ist geschehen? Du bist ja völlig außer dir. Psst, psst, psst. Was? Der Stern ist aus Tupa Bloopas Schloss entkommen? König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Tupa-Blooper-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Tupa-Blooper herauszufinden. Wenn wir etwas finden können, irgendetwas, über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee! Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Ja gut, erkennt ihr eigentlich immer noch nicht unser Geheimgang. Ein sehr großer Kamin, das Feuer verbreitet angenehme Wärme. Ach, war der Schalter nicht da? Haha, da ist ein Knopf. Yay, Knopf, Knopf. Gut, dann gehen wir mal wieder hindurch. Yay. Können wir nicht springen? Ach, eine Prinzessin springt nicht. Ich vergaß. Gut, da ist der nächste schöne Knopf. So, und vielleicht liegt wieder sein Tagebuch da. Och nö, es ist nicht sein Tagebuch da. Woo! Und wenn wir hier rausgehen? Draußen stehen immer noch Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst. Oh, aber draus können wir trotzdem. Gut, hier sind wir. Gut, wir sollen uns von den Wachen nicht blicken lassen. Also vorsichtig. Oh, nicht gut. So, Splinter Cell Mode, Sam Fisher Style. Macht die Prinzessin. Gut, gehen wir mal hier rein. Ah, da ist eine Bibliothek. Hier stehen auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Gut. Ah, gut, da haben wir es ja. Da. So, da haben wir es doch eigentlich halbwegs geschafft, oder? Ach Mann, ich und meine große Fresse. Oh, nee.
Ihr wisst, dass ihr euch nicht erlaubt ist, euer Zimmer zu verlassen. Es tut mir leid, aber ich muss euch zurückbringen. Ja, das war so die miese Falle, die ihm an mir gestellt hat. Was? Alter, das ist ja mal unhöflich hier. Ich beschwer mich beim Schlossbesitzer. Ach ja, steht ja geklaut und alles. Bist du in Ordnung, Prinzessin? Haben sie dir wehgetan? Ich bin in Ordnung, danke, Twink. Das war einfach nur dumm. Ich muss vorsichtiger sein. Nächstes Mal wirst du es schaffen, Prinzessin. Gut, dann gehen wir mal weiter. Der Angang steht ja sperrangelweit offen hier. Aber cool, Spiel überspringt für mich schon einen gewissen Teil. Das ist sehr gut. So, gehen wir gleich auch mal rein hier. So, mein Schnell-Speed-Mode angemacht hier. So, geht der Rinder. Yay, und ich bin weiter. Gut. Da passe ich jetzt mal auf. Ja, da kommt er. So. Okay. Ein Kampfwutorden erhalten. Im Notfall erhöhen sich die Angriffskraft um 2. Das ist mein cooles Teil. Wow, cool. Was sind das für Wappenheimer? Die gehen wahrscheinlich nicht so schnell weg, oder? Mann. Ah, auf einmal. Hey, hast du schon von Meister Tuba Bluba gehört? Man erzählt, dass er es liebt, Geister zu verspeisen. Geister wie? Meister Tuba Bluba. Er lebt tief im Nimmerwald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Tuba Bluba lebt in dem Schloss über den windigen Schlucht. Über der windigen Schlucht, ja. Ich hörte, nahe des Schlosses liegen eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Tuba Bluba manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter. Mit dem Kopf zuerst. Oh Mann, das ist so gruselig. Jetzt traue ich mich nicht mehr, nachts allein aufs Klo zu gehen. Und ich werde Albträume bekommen. Warum musstest du mir das alles erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Tuba Bluba unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen. Man kann ihn nicht einmal ankratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Ach komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Tuba Bluba muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Tuba Bluba ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn es jemand lüften würde. Ich wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen ist. Sch. Was, wenn Tuba Bluba dich hört? Er würde uns beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Deswegen ist es ja ein Geheimnis, du Halbhirn. Twink, Tuba Bluba hat also doch einen wunden Punkt. Wenn wir ihn nur herausfinden könnten. Wie? Hey, hast du gerade jemand sprechen gehört? Schluck. Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Oh nein! Prinzessin Peach, wie seid ihr hierher gekommen? Es tut mir leid, das tun zu müssen, aber ihr müsst nun sofort zurück auf euer Zimmer. Euer Zimmer, ja. Und das Super-Service-Personal bringt mich in Fort. Oh nein! Okay. Danke, Mario. Ich glaube, das ist die völlig falsche Stimme. Danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternenhafen zurückkehren. Mein Name ist Mama. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Herzchen. Hier, nimm dieses Geschenk. Eine neue Sternpower? Marios Sternkraft erhöht sich auf 2. Mario erhält den Sternkraft Wiegenlied.
wie ein Glied lässt alle Gegner im tiefen Schlummer sinken. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaub an mich, Mario, meine Kräfte sind gewaltig. Denn ich bin einer der hohen Sterne. Herzchen. Unsere Kräfte werden stärker. Mach nur weiter so, Mario. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Ich kehre einstweilen in den Sternhaufen zurück. Wie es wohl meinen geliebten Sternhaufen ohne den Sternenstab ergangen ist. Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Wackelndes Herzchen. So, dann tun wir noch kurz mal Energie auftanken. Und dann war's auch das mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen bis dahin. Wir haben auch einiges erreicht. Und wünsche euch noch...